Hallo Steinbock, zwischen 1. und 2. des Monats hast du einen Vollmond in Fische. Du bist jetzt bereit, eine Veränderung zu durchführen, ohne alle Einzelheiten über ein geplantes Projekt zu kennen. Bis zum Monatsende muss man sich durchkämpfen, um eine Sache wunschgemäß zu erledigen. Zwischen 2. und 4. bildet Venus eine Opposition zu deinem Herrscher Saturn. Du hast hohe Anforderungen an dich selbst gestellt. Vielleicht solltest du nicht zu kritisch gegen dich selbst und andere sein. Offenheit und Ehrlichkeit sind immer das Beste, vor allem im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist besser, wenn man über alles direkt spricht, anstatt sich immer zurückzuziehen. Am 5. hast du Merkur in Waage eingetreten, das heißt bis zum 26. September. Möchtest du eine neue Idee umsetzen, die ein gewisses Risiko beinhaltet? Bedenke, dass ohne Risiko kann keine Spaß und Kreativität geben. Da Merkur der Herrscher deines 6. Hauses ist, sollte man in allen Situationen entschlossen und aktiv werden. Zwischen 5. und 9. hast du Sonne Trigon Jupiter. Auch wenn manche Umstände nicht ideal sind, mein lieber Steinbock, wirst du eine positive Zeit des Wachstums und der Expansion in deinem Leben erfahren. Viele Steinböcke bereiten sich für neue Lebensphasen, die erst nächstes Jahr, im Jahr 2021, vollständig eintreten werden. Am 10. hast du Mars rückläufig in Widder. Probleme aus der Vergangenheit können wieder auftauchen und für Unruhe sorgen. Im Bereich der Wohnung, Wohnsituation und Familie muss man bis Jahresende sich durchkämpfen, bis man gewünschte Ergebnisse erhält. Zwischen 11. und 12. September haben wir Sonne-Opposition Neptun. Es dürfte dir schwer sein, einen festen Standpunkt einzunehmen. Wahrscheinlich möchtest du niemanden verletzen. Ob es richtig ist, sowas zu machen oder vielleicht falsch, das lässt sich nur individuell feststellen. Aber im Grunde genommen sieht man hier die Tendenz, dass man etwas verschweigt, ja, dass man etwas verdrängt. Am 13. haben wir Jupiter direktläufig in deinem Zeichen. Jupiter war rückläufig in Steinbock seit Mai 2020. Du hast in den letzten 2 Jahren das Gefühl gehabt, dass dein Leben ins Stocken geraten ist und du wünschst dir dringend eine Veränderung. Das weiß ich. Und diese Veränderung dürfte bis zum Anfang nächstes Jahres langsam eintreten. Zwischen 12. und 15. des Monats haben wir Venus Quadrat Uranus. Sei bereit für neue Überraschungen an diesen Tagen. Ein Mensch könnte ein völlig anderes Gesicht zeigen. Zwischen 16. und 17. des Monats haben wir einen Neumond in Jungfrau. Es ist wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, anstatt ständig etwas Neues machen zu wollen. Lasse dich nicht von anderen Menschen führen oder beeinflussen, nur dann wirst du zufrieden mit dir selbst sein, mein lieber Steinbock. Zwischen 18. und 23. haben wir Merkur Quadrat Pluto. Es gibt einen Menschen in deinem Leben, der dich manipulieren möchte. Es ist jemand, der dir nicht die ganze Wahrheit erzählt. Das solltest du wissen. Du wirst an diesen Tagen erkennen, wer dieser Mensch ist.
Zwischen 24. und 26. des Monats haben wir Merkur Opposition Mars. Du bist etwas beunruhigt und angespannt. Trau dich zu, deine Meinung direkt zu äußern. Ansonsten wirst du das nicht bewirken, was deinem Herzenwunsch entspricht. Zwischen 27. und 29. des Monats haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Mars und Venus. Tiefgreifende Emotionen können mit diesem Aspekt jede Zeit auftauchen. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 29. und 30. September Mars im Spannungsaspekt zu Saturn. Du solltest nur das tun, worauf du Lust hast. Emotionale Erpressung sollte man unbedingt aus dem Weg gehen. Mein lieber Steinbock, wenn du anstatt eine allgemeine Prognose eine individuelle Vorausschau haben möchtest, kannst du immer eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Gute für September 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.